Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tim und ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf TimLP und zwar zu einem Start eines neuen LS19 Projekts. Wir spielen die Map, über die gerade die ganze LS-Community spricht, und zwar die Bella Italia, die Light-Version. Und im Moment ist die Light-Version draußen, so wie ich es mitbekommen habe, und es wird in Zukunft irgendwie Updates geben. Ich bin nicht ganz auf Stand, ich weiß nur, dass alle Leute, die im Moment gefühlt spielen, und das soll die detailreichste und schönste LS19-Map sein, die bisher rausgekommen ist. Ja, ich habe das Spiel eingerichtet, das heißt, ich habe nur die Mods vorausgewählt, die ich mit drin haben will. Und ja, einen Spielstand erstellt. Und was kann ich zu diesem Spielstand sagen? Oder was kann ich zu diesem Projekt sagen? Ziel ist es, dass ich nicht ganz so ausraste am Anfang wie sonst auch mit dem Fuhrpark. In meinem LS19 Lanz Bulldog Oldtimer Projekt auf der Merlot, wisst ihr ja, habe ich einen riesigen Fuhrpark mit allen möglichen geilen Oldtimer Schleppern. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt vorbei. Hier will ich das ein bisschen kleiner halten. Das heißt, ich fange wirklich mit einem kleinen Fuhrpark an und versuche mir die Sachen zu erarbeiten. So ist das Ziel. Habe ich bisher noch gar nicht so krass gemacht. Ich habe immer sehr viel Geld am Anfang ausgegeben, weil ich mit sehr vielen verschiedenen Gerätschaften arbeiten wollte. Das wird jetzt anders sein. Und ich habe diese Map, ich habe mir die Map noch nicht angeguckt. Das heißt, wir werden sie uns zusammen hier in diesem Projekt angucken. Und wie lernt man eine Map am besten kennen? Man spielt sie und ich hatte irgendwie Bock drauf. Ich hatte Bock auf eine richtig detailreiche Map. Alle haben so von geschwärmt von dieser Map. Deswegen dachte ich, starte ich ein neues LS19-Projekt neben dem Lanz Bulldog-Projekt. Zu den Gerätschaften. Ich werde neuere Gerätschaften, jetzt habe ich schon Sprachkasper, also neuere Gerätschaften verwenden, sowie Oldtimer. Ich glaube, so einen bunten Mix. Ich habe mir die Feldergrößen noch nicht angeguckt, aber kann mir vorstellen, dass die Felder für neue Geräte sowie auch für Oldtimer gemacht sind. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch kleinere Felder. Ich gucke nochmal hier auf der Karte. Ja, also man sieht schon, man hat ein paar größere Felder, 19, 18, 20, 2. Aber man hat auch sehr viele kleinere Felder. Also das heißt, wir können die volle Bandbreite abdecken. Wir können mit neueren Gerätschaften spielen. Wir können aber auch mit Oldtimern spielen. Finde ich nice. So einen bunten Mix. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und bevor wir jetzt unseren Fuhrpark erstellen oder die ersten Gerätschaften kaufen, will ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass die meisten meiner Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert haben. Das könnt ihr jetzt kostenlos nachholen. Abonniert kostenlos diesen Kanal und verpasst kein weiteres Video. So, wir gehen jetzt erstmal in den Shop. Jetzt kommt das Schönste an. Ich liebe ja so einen Projektstart, weil man da einkaufen kann. Man ist total Feuer und Flamme, was das Projekt angeht. Ja. Und deswegen starten wir gleich mal. Ich will, wie gesagt, nicht so extrem starten mit meinem Fuhrpark. Das heißt, wir holen erstmal einen Kompakttraktor und dann irgendwie was Mittleres, glaube ich. Also ich würde zwei Traktoren holen am Anfang. Hier die LS Oldtimer Riege. Ihr kennt es aus meinem Lanz Bulldog Projekt. Oh, Güldner auch geil. Anomag natürlich geil, aber ich glaube, ich habe irgendwie Bock auf einen John Deere. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich gehe nochmal durch. Massey Ferguson auch geil. Steyr ist natürlich auch geil. Fendt, also eigentlich alles geil. Eigentlich alles geil, Leute. Boah, der sieht natürlich. Steyr sieht natürlich. Der sieht natürlich richtig schick aus auf dem Bild. Gucken wir uns den mal im Shop an. Leute, ist das was? Soll ich den holen? Ich bin mir unsicher. Oder ein John Deere. Ich habe irgendwie Bock auf John Deere auch. Aber Steyr finde ich auch nicht schlecht. Was gibt es denn hier John Deere mäßig? Was hat der? 80 PS. Ach, der sieht nicht schön aus. Nee, der ist mir zu detaillos. Bisschen eckig. Gefällt mir nicht so. Was ist hier mit... Das sieht doch schon besser aus. Oh, der sieht... Ich glaube, der sieht gut aus. So, was haben wir hier? 92 PS. Ja, kann man machen. Kann man machen. Was haben wir noch für einen? Den 6020. 125 PS.
Obwohl, hier, das Grün, das passt doch nicht. Was ist denn das für eine Mod? Von wem habe ich denn die? Das ist doch kein John Deere Grün, das beißt sich doch. Nee, das sieht nicht schön aus. Also, ich glaube, es wird der 3050. Mal gucken, was der noch, mal gucken, was es hier für Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich will auf jeden Fall einen Auspuff mit einer Klappe haben. Ganz klar, obwohl das ziemlich lang ist. Ja, nehmen wir den Auspuff mit der Klappe. Rundumleuchte. Ja, machen wir eine Rundumleuchte dran. Ja, zwei sieht doof aus. Eine machen wir dran. Was haben wir noch? Motorsound. Schallsound. Normaler Sound. Ne, machen wir Schallsound. Motorausführung. Ah, können wir ein bisschen hoch machen. Komm, nehmen wir die größte. Nehmen wir den 3650. Frontladeranbau. Frontladeranbau. Machen wir hier einen Frontlader oder machen wir den an den zweiten Schlepper? Wie gesagt, ich will mit zwei Schleppern starten. Also zwei, ich könnte auch mit einem Schlepper starten. Ich will das ja ganz ein bisschen gering halten, aber zwei Schlepper ist für meine Verhältnisse schon gering. Also, ja, nehmen wir den. John Deere, ich finde den geil. Ohne Frontlader, den kaufen wir erstmal. So, der ist gekauft. Jetzt gucken wir bei den mittelgroßen Traktoren, was wir da so im Angebot haben. Da machen wir auch einen Frontlader dran. Auch wieder John Deere, aber beide... Boah, hier habe ich aber eine Menge John Deere. Ah, hier habe ich ja... da nehme ich den Klaas. Den Axion 800. Finde ich nice. Habe ich auch bei uns auf dem Tim LP Community Privatserver. Da spielen wir übrigens auf der Ellerbach. Jeder hat einen eigenen Hof, jeder spezialisiert sich auf was anderem. Wobei, ich habe mich da schon länger nicht mehr blicken lassen. Wegen YouTube, ne? Wegen YouTube. Ja, auf jeden Fall finde ich die Mod ganz nice. Der sieht auch innen drin ganz cool aus. Klaas feiere ich irgendwie. Ja, nehmen wir. Dann, also am Anfang haben wir noch keinen Oldtimer-Schlepper. Den werden wir uns demnächst noch einen zulegen. Aber wie gesagt, ich will erstmal klein anfangen. Reifenvariante Standard oder nehmen wir breit? Breit. Breit muss einfach sein. Grundversion Chromauspuff. Ja, was sieht besser aus? Das ist schlicht. Ach komm, nehmen wir mal Chrom. Ne? Nehmen wir mal Chrom. Und dann nehmen wir mal 230 PS. Wir wollen ja auch mal, ne, falls wir irgendwas Größeres mal flügen müssen oder was weiß ich, und mal ordentlich Power brauchen. So, Stoll, Frontladerkonsole nehmen wir, kaufen, dann kaufen wir auch direkt, bevor wir es vergessen, Frontlader dazu, Frontlader, zack, ein Stoll, das ist für größer 90 PS, größer 150 PS haben wir, kaufen und dann nehmen wir erstmal... Was braucht man als... Ich brauche man meistens eine Palettengabel, ne? Um Ballenspieß. Wir holen erstmal nur eine Palettengabel. Wenn wir was anderes brauchen, beim Arbeiten merkt man das ja, was man so braucht. Und dann holen wir uns noch was anderes. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Was ganz wichtig ist, was ich von Anfang an haben möchte in diesem Projekt, ist eine mega geile Mod. Also die, ich bin auf unseren Tim LP Community Privatserver drauf aufmerksam geworden. Auf einen LKW, der einfach nur so geil ist. Und zwar der, Ural oder wie heißt der? Meine schon. Der sieht ganz geil aus. Also den hatten wir. Den nehme ich immer, wenn ich was hole. Zum Beispiel Saatgut oder sonst was. Kann man schön hier mit dem Kran aufladen, kann man fixieren. Mega geile Mod. Deswegen nehme ich den mit rein. So, Stoßstange. Die sieht bulliger aus. Finde ich geiler. Reifenvariante. Boah. Sind größer, aber die... Ja, ich finde, die haben ein geileres Profil irgendwie. Nehmen wir die. Farbe. Lassen wir das so militärisch oder machen wir den einfach nur dunkelgrau? Komm, wir machen den dunkelgrau, damit der nicht ganz so militärisch aussieht. Ja, glaube, aber wir machen
Ah, ich hab's, glaube ich. Da gibt's eine offene Variante. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen den nehmen. Der ist nämlich besser oder einfacher zum Aufladen, finde ich. Dann nehmen wir wieder Dunkelgrau. Dunkelgrau, Stoßstange Typ 2, genau. Und die Reifen. Genau, waren die hier. Der ist wirklich, also das ist eine richtig geile Mod. Den kaufen wir uns auch. So, jetzt brauchen wir einen Mähdrescher. Jetzt müssen wir aber auch ein bisschen aufs Geld achten. Also generell, wie gesagt, ich wollte das ja nicht so groß aufziehen. Also wir brauchen erstmal einen Mähdrescher. Das ist noch das letzte Fahrzeug, was wir für den Start brauchen. Dann brauchen wir noch so ein bisschen Equipment, so ein paar Gerätschaften. Gucken wir erstmal beim Mähdrescher, aber gucken wir mal beim Mods, was ich so als Mods drin habe. Meistens sind die Mods ja günstiger. Hier, 95.000, den Deutz. 84, ja der, nee. Ich hatte den, glaube ich, noch nie im Einsatz, aber ich glaube, den nehmen wir mal rein. Dann haben wir auch ein bisschen was Älteres drin. Ja, komm, nehmen wir mal den. Sieht gar nicht so schlecht aus. Oder? Obwohl hier die Texturen. Ich bin so ein. Wenn das so eckig ist bei Mods, ne? Wenn die Texturen nicht passen, dann bin ich raus. Dann müssen wir mehr Geld ausgeben. Dann müssen wir ein bisschen mehr Geld ausgeben. Dann hier nehmen wir den Nova 330. Den Hostel Mesh. Dann brauchen wir das passende Schneidwerk dazu. Frage ist, ob wir Schneidwerkswagen brauchen. Hol erstmal nur das Schneidwerk und dann gucken wir einfach mal. Ich, wie gesagt, ich kenne die Map noch gar nicht. Ich starte da mit euch rein. So, bin ich blind? Wo ist denn Schneidwerk? Da. Da ist es. Kaufen wir. Was hat denn das für eine Arbeitsbreite? Ja, damit könnte man. Ja, muss ich gucken. Ich glaube, ich hole einen Schneidwerkswagen dafür. Ah komm, also das macht das Leben schon einfacher. So, das hier. Das müsste passen. Perfekt. So, Schneidwerkswagen haben wir, Mähdrescher haben wir. Jetzt für die ersten Arbeiten, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Anhänger. Da habe ich die Farmtech-Anhänger, feiere ich eigentlich ziemlich stark. Aber dazu habe ich eine Mod reingepackt. Da. Ich weiß nicht, ich feier diesen Anhänger einfach. Gibt's den nicht komplett? Ja, der sieht doch geil aus, oder Leute? Wir holen erstmal einen Anhänger für einen. Für mir fällt das total schwer, nicht so viel Geld auszugeben. Das könnt ihr euch gerade gar nicht vorstellen. Aber wir machen das. Wir holen erstmal nur einen Anhänger. Ein Anhänger passt. So, was brauchen wir noch? Flügeln, Flug brauchen wir. Wollen es nicht übertreiben. Wie viel braucht der? 150 PS. Der braucht 300, holen wir. Ich meine, ich hätte da ein paar Mods drin. Fortschritt Querneland. Zu klein. Boah, das ist so alles. Was hat der an Arbeitsbreite? 2,50 Meter. Komm, nehmen wir den. Flugschar. Komm. So, was haben wir noch? Was brauchen wir noch? Auch gleich auch noch Geld für Felder, ne? Einzelkorn-Seetechnik. Gucken, ob wir da eine Mod drin haben. Ja, die Rau. Die hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter, 4,50 Meter. Was hätten wir da vorne? Was hätte ich sonst so genommen? Auch 4 Meter die Amazon, die Querneland Optima. Zu Querneland habe ich eine besondere Verbindung. Da habe ich sogar mal ein Jahr gearbeitet. Habe ich mal ein Jahrespraktikum gemacht. War eine schöne Zeit. So, jetzt wisst ihr da auch Bescheid. Wir nehmen mal die Rau. Irgendwie sieht die. Ich habe noch nicht mit der gespielt. Aber so auf den ersten Anblick sieht die nicht schlecht aus. Will ich mal ausprobieren. Nehmen wir. Ohne Beschilderung. Nehmen mit Beschilderung und. Komm, nehmen wir einfach mit Beschilderung. Kapazität. Düngemitteltanks. Ja, komm, nehmen wir Düngemitteltanks auch mit dabei.
So, wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Miststreuer brauchen wir erstmal nicht, sondern nehmen dann Düngestreuer gleich. Gehen wir erstmal durch. Überladewagen, Mähtechnik hole ich mir später, glaube ich. Hol erstmal einen Grubber. Boah, zu viel PS. Könnte den Stahl nehmen. Was habe ich denn noch an Mods? Im Fortschritt, der braucht nur 90 PS. Eine Arbeitsbreite von 5,20 Meter. 5 Meter, was war der da vorne? 6 Meter. Ist er was? Nehmen den Fortschritt. Nehmen den Fortschritt. Den nehmen wir. Ja, es ist zusammengewürfelt. Ich habe es gesagt, aus neueren Gerätschaften und älteren Gerätschaften. Tiefenlocker brauchen wir nicht. Pflanzenschutz. Bänder, das hole ich später alles. Das ist jetzt nicht notwendig für den Anfang. Habe ich eine normale Sämaschine, die fehlt ja noch. Habe ich da noch an. Was habe ich da noch an Mods drin? Und nur so klein. Ah, Querneland. 6 Meter. Ich glaube, wir nehmen die Akkord. Die Akkord 6 Meter. Ja, nehmen die Akkord 6 Meter. Finde ich voll cool, dass sie so auf so einem Holzstück steht. Nehmen wir. So. Und Düngestreuer. Nehmen wir was Altes oder. Was Neueres. 12 Meter, was hat der? 10 Meter. Komm, nehmen wir einfach mal. Ja, holen wir uns den. Zack. So, Striegel, Schwader, holen wir alles später. Ladewagen, Ballentechnik holen wir später, wenn wir es wirklich brauchen. Ja, obwohl Ballentechnik. Eine Ballenpresse kann ich mir jetzt schon holen. Ich werde eh Ballen machen. Da habe ich auch was Älteres reingepackt. Was haben wir noch? Obwohl, welche fand ich nochmal cooler? Also erstmal den Ballenanhänger, der ist nämlich geil. Da müssen wir aber mal mit Stirnwand und da kann man richtig schöne Grün. Was ist das für ein Grün? Ah, das sieht doch nice aus. Felgenfarbe, auch das Grün. Hauptfarbe, auch das. Ah, ne, Hauptfarbe machen wir mal schwarz. Ja, der sieht doch. Der ist doch schick. Der ist doch schick. Den nehmen wir. Den kaufen wir. Ach, bin ich ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Wie immer, der Fehler passiert mir immer. Wir gehen jetzt mal zum Shop und ich zeige euch, welchen Fehler ich meine. Ich habe hier die ganzen Gerätschaften gekauft und jetzt ist kein Platz mehr da. Ach, der gehört gar nicht mehr. So dreckig hätte ich den noch nicht geholt. Jetzt ist kein Platz mehr da. Aber zum Glück, mir ist das schon mal passiert. Ich habe eingekauft und die Hälfte hat er gar nicht gekauft, weil der Shop voll war. Jetzt stehen hier die ganzen Gerätschaften rum, die wir gerade geholt haben. Nicht alle. Ja, ich würde sagen, ich will die Folgen auch nicht so krass in der Länge ziehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf dieses Projekt, auf Abella Italia, wie ich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust wie ich, diese Karte hier zu erkunden. Und wenn ja und ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal den Hof angucken, den Hof kaufen, ein paar Felder kaufen und die Gerätschaften schon mal rüberfahren und die restlichen Gerätschaften holen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zocken, macht's gut, euer Tim, ciao.